Ich gehe mit meiner Laterne. Ja, und damit hallo und willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Watch Dogs. Flotte 3 Woche, 3 Folgen pro Tag hier bei Outside Gaming auf YouTube. Hugh Spencer, Terence Fail und der liebe Devil Inside. Hallo. 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 Sind wieder alle am Start und wir spielen jetzt weiter. Das letzte Mal würde der Gary ein kleines Resümee präsentieren, auf Französisch. Ich weiß nicht, ich hab's auch aufs Handy geschaut. Das ist, wir haben jetzt ein akutes Handyverbot ausgesprochen da in unserer Outside Gaming Zentrale. Ja. Nee, also wir waren... Nee, also... Genau, und da werden wir jetzt auch hinfahren. Ich habe gedacht, dass der Dennis so ist, gell? Natürlich. Der schaut schon richtig aus. Du. Der schaut aus wie Lotus. Hoppala. So, geht wieder gut los, gell? Schön umgeparkt. Zack, und da sind wir schon drin. Können wir mit dem einen Willi machen. Du kannst das mit dem Auto mit dem Willi machen, wenn du startlos. Los. Ah. Das machen wir nicht. Also was war bei der letzten Folge? Wir haben unseren alten Freund, den verkrüppelten Damien, oder wie hast du geheißen? Den verkrüppelten Damien. Ich glaube, na Damien? Ja, was denn? Damien ist er selber, oder? Nein, na Damien, hier. Damien ist wie anderer. Damien war der Typ, der verkrüppelt worden ist mit seinem Fuß. Genau. Und der hat uns darauf hingewiesen, dass ein zweiter Hacker bei dem Vorfall am Anfang war. Ja, bei dem Merlot-Hotel. Genau, und wollte uns einen Angebot machen, um mit ihm zusammenzuarbeiten, doch wir brauchen ihn nicht, denn wir haben die Hacker-Ische. Also Bad Boy 17. Bad Girl. In dem Fall. @gmail.com. Genau. Genau. Und jetzt werden wir uns zu dem gelben Symbol auf der Karte oder bewegen. Sehr schön zusammengefasst, aber leider nicht in Französisch. Das heißt, unsere Zuschauer werden das nicht verstehen. Okay. Volleyball, Pachou, Boulet, Baguette, Créateur de Automobil. Créateur de Automobil, Peugeot. Gut, wir waren eigentlich schon mal bei dem gelben Punkt vorher, bis Alex das da alles verkackt hat auf dem Friedhof. Mit Alex hat alles verkackt auf dem Friedhof. Und er wird auch jetzt hinten wieder zum Friedhof verkacken. Gegen den Baum kacken. Gegen den Baum kacken. Oh, ja, das ist eine Freizeitbeschäftigung von uns. Also das muss wirklich nicht sein, Alex. Also die Toten sollen ruhen, bitte. Ja. So. Auf dem Friedhof bitte nicht hupen. Was ist da los? Schau mal. Da lahn eine. Nimm's von hinten. Komm. Ja. Geh zurück. Zurück. Aha. Nicht da. Unten. Entschuldigung. Hallo. Oh. Geht's noch? So. Ui, okay, jetzt wird's traurig. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden... Ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet.
Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Schwer wahrscheinlich. War das ihr Tochter oder was? Ja, sei nicht. Also sei nicht. Ja. Telefon. Hallo? Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Der Jordi ist auch so ein bisschen so eine halbschwindelige Partie irgendwie. Also ganz traue ich ihm nicht. Oh, gut, da haben wir erste Reihe Fußballparkplatz. Hallo? Steig in. So, Verzeihung. Entschuldige. Unglaublich, wirklich. Wo fährst du denn hier, Alter? Ich will da raus, wo ich rein bin. In einigen Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Die Behörden behaupten, dass das CTOS potenzielle Feuergefahr im Umspannwerk festgestellt hat. Ohne das CTOS-Netz, so die Behörden, wären die Auswirkungen noch größer. Mhm, da schau her. Das CTO ist mir aber auch nicht ganz suspekt. Ist mir ein bisschen suspekt. Es ist der Geheuer. Der Feuerwehrauto. Nicht ganz Geheuer. Ungeheuer. Ja. Von Loch Ness. Nessi-mäßig ein bisschen. Der Feuerwehrauto, schau. Schön. Ja. Nein, das tun wir jetzt nicht. Wir fahren da jetzt gemütlich mit unserem roten Flitzer. Da-dü-da-da. Das war da-dü-da-da. Schau, da bleibt der Steh, der Trottel. Ah, schade. Ja, ich will gar nichts mehr sagen dazu. Ja, musst du auch nicht. Du musst dich nicht dazu äußern, wenn du innerlich dich nach außen kehrst. Also. Der hat einen Platten. Das war Fehlzündung. Gut, dann werden wir den Verdächtigen beiseite räumen, zum zweiten Mal in dem Fall. Hoffentlich. Das ist mal richtig, ja. Was? Geht er raus? Nein, er muss ja über die Brücke rüber. Ja. Ja, oben. Brücke ist oben. Achso, dann fährst du da auf. Ja. Genau. So. Bin ich froh, dass erstens alle kein Heckhandy hat in Real Life und zweitens wir in Salzburg keine Brücken haben. Also zumindest überhaupt keine nämlich. Salzburg ist brückenfrei seit 9.3. Genau. Zugbrücken halt. Zugbrücken. Nicht der Pizzamann. Hat nicht der Pizzamann neue Kartons? Möglich. Mission starten. Geh mit meiner Laterne. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten, aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Alles klar, erreichen. Tor-Tor-Tor-Tecken. 48, ja. Es läppert sich zusammen. Erreichen. Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? 3000. Ja, wollte ich ja gerade sagen. 3-4. Da ist wieder die Straßen. Schöne Spiegelung im Fenster. Aha. Danke, Ubisoft. Für diesen Augenschmaus. Ubisoft. Kommst du rein? Vielleicht von der Vorderseite.
Na, kraxelt auf, Fee. Oder auf, Fee kraxeln da. Möglich. Ja. Da schau her. Also, das nenne ich Ninja-Style. Ja. Nicht so wie du, Martin. Hi. Oh, fuck. Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem, komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen, beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen lautet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmer dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Oha. Mhm. Sounds like a mission for me. Mach mir schnell, okay? Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Gut. So. Auf geht's. Da haben wir mal eine Kamera. Um mal die Lage zu checken. Alles klar? Ufern. Mieser Pisser. Lift springen, Kamera. Kann Verstärkung rufen. Da müssen wir hin. Außer Reichweite. Ich habe trotzdem jetzt nicht ganz überrissen, was wir genau machen müssen, ehrlich gesagt. Das werden wir dann sehen. Wir müssen uns da auf alle Fälle mit einem treffen, oder? Da müssen wir her. Kran. Nicht. Ja, mach. Ah, erwischt. Wer ist der Nächste? Zeit verlieren. Sucht! Kaufen. Ja. Müssen wir dann mit dem irgendwas machen? Nein. Das ist noch nicht vorbei. Kannst du den stoppen wieder, oder? Irgendwas? Ah, da kommen wir dann da drüben hoch. Oder? Okay. Das könnte sein, ja. Wenn wir da hoch wollen, eigentlich. Und du könntest versuchen, das zu abwerfen, wenn der jetzt unten ist. Das kann man leider nicht abwerfen.
Außer Reichweite ist es. Das ist der Kran. Verzeihung, also wir müssen auf alle Fälle mal da her. So, ist die Frage. Ich würde sagen, du gehst einfach wieder mal chillig rein und baller alle um. Oder? Du hast die Deckung von Jordi. Eben. Komm mal da rein überhaupt. Ja, ups. Den Boss der Fixer verhören. Alles klar. Das heißt jetzt welche Fixer. Das heißt, jetzt wissen wir das auch. Gut, der da vorne mit dem komischen vier roten Strichen rundherum, der ist sicher wieder Verstärkung rufen. Genau. Das ist ein Verstärkungsrufender. Da schaut sie relativ safe aus noch. Fahr dir auf, fahr auf mit dem Ding. Im Stapler. Ist ein guter Plan. Oder mit Lift halt, ne? Nein, mach mit Stapler, ist eilig schon. Da hat er schon recht, der Terenz. Bitte die Straßen, schau. In die Fenster. Ja. Also das ist wohl ein Spencer, ein kleiner. Was bringt uns der Kran? Nix im Endeffekt. Na, vielleicht kannst du aufhüpfen und umfahren. Nein, da geht nicht so weit. Na gut, du musst im Prinzip zu unten hinschauen. Ich verstehe sowas nicht, warum sich dauernd irgendwie auf der Map und auf dem Bild die ganzen Ziele irgendwie verändern. Einmal mittig, dann drüben wieder. Top verschluckt sein, das Gewehr, du. Wahnsinn, hey. Ist der ein Freund? Ich hab keine Freunde, danke. Könnte auch was mit B sein. Du hast keine Ahnung, wie. Wohl nicht. Ich erschieß ihn. Oh, nein, nein. Douglas! Was? Das war sein Name, Douglas. Ach, Scheiße. Zu spät. Du hast ihn erschossen. Ballert durch, Alex, ist wurscht. Was? Ballert dich durch. Sollen wir durchballern? Wir sind noch mit zwei oder drei Typen unterwegs. Nein, ich beschaue trotzdem bei der lautlosen Leine. Alles klar. Von mir aus? Gehen wir jetzt erst rechts rum. Oder du gehst gerade. Ich geh einfach gerade und mach weiter da. Sehr gut, danke Hordi. Hordi. Ich hab meinen Weg freigeschaufelt da. Hordi, geh vier am besten. Ach, du hast schon keiner in der Richtung eigentlich. Gell? Da drüber, ja. Und nein. Na so. Du musst dem Ding folgen. Im Boden geht's runter. Ja. Geht doch. Ich könnte wetten, dass er was in diesem Büro ist. Gut, dann folgen wir dem Dings da vorne, ist ja schon. On the wall. Alles klar. We don't need no hack location. Soll den Knastjob erledigen. Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie.
Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Wer sagt, dass ich ihn will? Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Worauf wir jetzt mehr Fixer am Anmarsch? Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Soll man kommen diesmal? Ich hab ihn! Uiuiuiui! Ich würde sagen, du haust einen drauf. Du machst einen Weg, den du so einen Zufall anguckst. Ich bin groß da. Die AK geht überhaupt, ey. Wenn du mal treffen darfst. Ich werd abhauen, Alex. Hau dir einfach vor. Links von dir, Renner. Links von dir. Hoppala. Nein, ich wollte eigentlich in diese Richtung. Oh, Alter, warum gehst du immer in die Deckung her?